Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone Battlegrounds. Wir starten mal wieder durch und ich möchte heute mal wieder ein bisschen was anderes spielen. Ich habe mir überlegt, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel auf Dämonen gespielt, sehr, sehr viel natürlich auf Biester und alles Mögliche. Deswegen schauen wir doch einfach mal, in welche Richtung wir heute gehen könnten. Was natürlich ziemlich nice wäre, wäre mal wieder Murlocs. Murlocs habe ich schon eine längere Zeit tatsächlich nicht mehr gespielt. Und ja, das muss ich mal ganz ehrlich gucken. Also schlussendlich entscheidet sich ja eh, was wir jetzt ziehen. Aber Shadowwalk würde sich hier tatsächlich doch schon mal anbieten für das sehr, sehr gute Murloc Shenanigans. Natürlich ist Van Cleef auch immer noch ein sehr, sehr starker Hero und Bartendotron, mit dem könnten wir extrem high rollen. Ich möchte einfach einen Coinflip machen, okay? Coinflip für eins oder zwei das Team. Wir haben hier Team 1, Coinflip für 1 oder 2. Wir haben hier 2. Okay, wir spielen Shadowwalk. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß nicht, wie Shadowwalk gerade in der Meta steht. Ist wahrscheinlich relativ weit unten, wenn ich ehrlich bin. Evan Cleef ist momentan mit einer der Top-Kämpfer in der Meta. Sogar noch über Deathwing, was ich relativ interessant finde. Aber ansonsten, ja, ist es halt trotzdem relativ gut. Okay, Bartendotron und der Grauselhurz sind relativ weit unten sogar. T4 nur. Was ich nicht immer ganz verstehen kann, aber naja, so ist es nun mal. Oh mein Gott, wir könnten hier den absoluten Powerplay starten. Und das werden wir tatsächlich auch tun. Es wirft uns zwar einen minimalen Punkt zurück, aber wir werden erstmal gute Vorteile machen. Actually wäre es halt wirklich schlauer gewesen, wenn wir den gespielt hätten, wenn wir den gekauft hätten, dann rausgespielt hätten, dann hätten wir wenigstens ein safes Start-Game gehabt. Aber Leute, no risk, no fun. No risk, no fun. Und Shadowwalk auf Murloc spielen ist ziemlich nice, muss ich sagen. Gerade wenn man auch... Es ist okay, wenn wir jetzt ein paar Züge hier vielleicht auf der 1 hängen bleiben oder so. Das ist nicht schlimm oder sowas. Machen viele andere Helden auch so ähnlich. Gut, okay. Wow, es hat nur einer Leben verloren. Das ist ziemlich heftig tatsächlich. Hero Ability, der nächste Battlecry wird doppelt getriggert. Das heißt also, wir bauen uns hier erstmal einen relativ starken Minion auf und können theoretisch auch wieder alle verkaufen und denen wieder einkaufen. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen perfekten Minion erschaffen oder besser gesagt perfekte drei Minions, die ihrem Gold äquivalent wirken. Theoretisch könnte ich auch einfach alles so kaufen und mir ein Level abgönnen. Aber ich glaube, so sind wir erstmal safe. Haben einen 4-2er. Das heißt, da ist ein fetten Beater hier erstmal, der überall durchkommt. Er spielt hier Double Dragons. Ist tatsächlich ein bisschen problematisch, wenn wir hier jetzt ein Ding haben. Einen Red Whelp, aber... Keep up the momentum, friend. Das hoffe ich jetzt einfach mal nicht, dass er hier den Red Whelp zur Verfügung hat. Sehr gut. Die Reihe Damage also an dich, mein Freund. Nehmen Sie gerne. Hier, bitteschön. Oh, das sind immer noch sehr, sehr viele hier relativ gut rausgekommen. Okay, wir haben also hier 3. Können hier 2 Murlocs verkaufen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum 2. Weil ich nämlich die Hero Ability nutzen möchte auch noch. Um dem hier +1/+1 oder besser gesagt insgesamt +3/+2 zu verpassen. Um ihn zu so einem richtigen Monster zu erschaffen. Bis jetzt haben wir wirklich Glück mit den Murlocs. Ziehen hier wirklich ordentlich. Haben jetzt zwar nicht mehr so ein großes Board. Aber diese +1/+1, die wir hier verkauft haben. Diese +1/+1 haben wir hier davon gekriegt durch die Hero Ability. Das war auf jeden Fall ein guter Trade. Dadurch, dass wir kein Deathwing oder sowas haben, müssen wir auch nicht irgendwie wide gehen, sondern eher auf einen richtig fetten, guten Minion. Okay, hier steht das Teil leider schon vorgeschrieben. Das finde ich nicht so optimal. Doch, das ist ein Teil. Das Interessante war eigentlich, dass wir es halt nicht verlieren hätten können, was ich ziemlich gut finde. Teil ist natürlich nicht das Optimalste, was man sich wünscht, aber ich meine, es ist okayisch. So, wir gehen mal wieder so vor, wie wir schon gesagt haben. Wir kaufen uns hier die Alley Cat. Wir gehen jetzt hier wirklich auf Minions, dass wir uns ein gutes, großes Board erschaffen. Könnten jetzt hier theoretisch die hier verkaufen, um safe unsere Alley Cat zu bekommen. Schlussendlich unsere Triple Alley Cat, sobald wir nur noch eine ziehen. Und damit stehen wir doch wieder ganz gut da. Wieder so ein typischen 3-Gold-Minion rausgezogen. Ich muss wirklich sagen, ich finde Shadowwalk's Hero Ability so unendlich stark, dass die ist schon ziemlich stark. Für ein Gold kann man den Battlecry verdoppeln. Stell dich mal vor, was es für gute Battlecries im Late-Game gibt irgendwie. Sowas wie zum Beispiel General Megasaur ist extrem insane einfach nur. Sowas wie
Ein Hylian Battlemaster ist absolut insane. Oh wow, er möchte hier aber richtig hart auf die Beasts pushen. So, komm, du tradest jetzt. Ah, no. Ist egal. Schlussendlich ist es auch nur ein One-Drop. So, also auch nochmal ordentlichen Damage für dich. Und welches Level warst du? Du warst jetzt Level 3. Wir gehen halt jetzt erst auf Level 3. Man merkt schon ein bisschen, dass ich hinterher hinke. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, oder? Ne, viele gehen jetzt erst auf 3, oder? Auf 1? Holy shit, was hat er denn vor? Bin ich auch noch einen Zug zu früh jetzt gerade hochgegangen? Nee. Nee. Die Leute gehen jetzt auch hoch auf die 3. Sie ist nur relativ früh hochgegangen. Oh wow, er hat gleich ein Upgrade gezogen. Sie ist relativ früh hochgegangen. Gegen Mensch Elise nochmal. Für Elise. Hat gerade 3 gekriegt von unserem Pyromat, der immer noch auf der 1 rumgammelt mit 2 Beasts. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr problematisch, irgendwann mal, wenn man... Ich meine, Pyromat hat eine super sicke Hero-Ability. Und wenn er einen echt guten Minion hat, wie zum Beispiel hier den... den Rabbit Sorrelisk und wirklich viele Death Rattles zieht, weil es gibt im One-Drop-Slot nun mal auch viele Death Rattles wie Fiend Servant, Mekaru, Selfless Hero und sowas, dann kann man das gut machen. Besonders wenn man es halt hinkriegt, auch wirklich seine Hero-Ability immer wieder auf diesen One-Drop zu bekommen, dann könnte das ein richtiges Beast werden, einfach nur. Aber da müssen wir halt ein bisschen dagegen arbeiten. Poisonous wäre so... Oh mein Gott, das ist nicht cool. Poisonous wäre so für mich das Optimum tatsächlich. Das ist sehr, sehr schlecht, dass er hier direkt den Trade gekriegt hat. Besonders ist es auch noch schlecht, dass er hier jetzt seine 2 Beasts rankriegt. Das heißt, wir hätten hier eigentlich einen früheren Trade haben müssen, was wir aber nicht bekommen haben. Naja, was soll der Geiz? Wir hitten hier, kriegen jetzt 3, 4, 5, 6... Oh mein Gott, das sind 9 Damage. Ouch, das tut richtig weh. Gehen hier auf 31 runter, sind also jetzt erstmal in der unteren Hälfte gelandet. Das war wirklich schmerzhaft, muss ich sagen. Wir rollen mal. Das ist ein Murloc. Wir rollen nochmal. Das sind keine Murlocs. Wir hätten hier aber Beasts am Start. Wir rollen einfach nochmal. Das ist ein Murloc, den ich sehr, sehr gerne hier haben möchte. Wir spielen ihn raus, verkaufen ihn hier und verkaufen die Bombe. Kaufen ihn hier, Hero Ability, und geben alle unsere Murlocs plus 2, plus 2. Und Pyromat ist jetzt auf Stufe 2 gegangen. Wahrscheinlich für 0. Wahrscheinlich für 0. Und ja, hittet immer noch die Leute. Ich bin gespannt, was er jetzt hier gleich rauszieht. Da bin ich wirklich gespannt. Er muss ja ein insanes Board sich einfach direkt rangeholt haben. Aber wir können schon mal nicht so viel Damage kriegen, würde ich behaupten. Ich meine, allerhöchstens 9. Allerhöchstens. Ich meine, er teilt immer so 3 Damage aus. Okay, ja, es ist genau... Oh mein Gott, er hat einen goldenen Sorrelisk jetzt an der Stelle schon direkt. Okay, ich kann es vollkommen verstehen. Das macht absolut Sinn, alles hier. Alles macht einfach so viel Sinn. Bitte nicht auf den Sorrelisk. Oh Gott sei Dank. Okay, er hat halt 2 Minions, die absolut ridiculously groß sind. Die aber beide nur One-Drops sind. Das ist schon relativ krass, was er hier hat. Also den ja auf Gold direkt und dann die ganze Zeit Death Rattle stacken. Da geht auf jeden Fall was ab. Okay, wir können hier upgraden, können hier den hier kaufen. Sind wir wieder jetzt im normalen Rhythmus? Ich glaube tatsächlich ja. Spielen den hier raus, damit werden unsere Dudes nochmal ein bisschen gebuffter. Spielen jetzt gegen Isera, ne Quatsch, gegen Alex Strada, die inzwischen auf der 4 ist. Das Lustige ist, bei Alex könnten wir sogar hier einen relativ guten Win erzielen, weil Alex meistens eigentlich hier versucht, so schnell wie möglich auf die 5 zu kommen und dafür auch ein bisschen Damage in Kauf nimmt. Könnte allerdings auch ein bisschen schwierig werden. Also wir haben jetzt schon mal die wichtigsten Murlocs eigentlich hier versammelt. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch die Buffs. Das heißt also mehr von ihm hier, mehr von ihm hier. Am besten noch aus dem 3-Drop-Slot jetzt noch ein paar Cold Lights hier. Das wär wirklich optimal. Oder einfach mal ein Upgrade hier. Was haben wir denn eigentlich? Max Murlocs. Mixed Murlocs. Mixed Dragons. Wir haben also 3-mal Murlocs. Das ist eigentlich schon nicht gut, wenn 3 Leute Murlocs haben. Der kristallisiert sich jetzt schlussendlich wahrscheinlich einer raus. Derjenige, wo vermutlich schneller sein wird. Also der schneller wahrscheinlich einen Begurgle hat. Begurgle ist halt einfach so eine wichtige Unit. Oder einen Gentle Megasaur.
So, wie sieht's aus? Ja, das sieht eigentlich relativ gut aus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Er hittet ihn hier, wir hitten hier, wir kriegen einen Buff. Okay, okay. Er brutzelt hier einmal, was nicht so schlimm ist. Hitten hier, hitten da, hitten da. Es ist ein Tie leider. Schade. Sehr, sehr schade. Er ist schon mal ein bisschen runtergegangen, das freut mich tatsächlich. Wir rollen. Oh mein Gott, hier sind so viele Buffer dabei, das bringt uns überhaupt nichts. Da ist unser Triple. Da ist unser Triple, den nehmen wir natürlich direkt mal mit. Komm schon, gib mir. Begurgle. Okay, das ist auch ziemlich geil. Okay, dann gehen wir hier drauf. Das ist eindeutig der bessere Double-Ding. Okay, Warleader ist ziemlich nice, aber Toxfin ist nicer. Toxfin ist nice, aber Begurgle ist nicer. +1/+1 hier für ihn. Und ich habe jetzt mit Absicht Begurgle nicht rausgespielt. Begurgle wird für uns später durch unsere Hero Ability ein richtig geiler Buff sein. Wir spielen jetzt hier gegen einen Mixed Minions. Er hat gerade von Elise ordentlich Damage gekriegt. Ist aber auch ein Level abgegangen, was schwierig sein könnte. Oh wow, wir haben doch Deathwing hier mit am Start. Dang it, das habe ich vollkommen verpasst. All Will Burn ist natürlich ziemlich nice auch gegen unser Board. Er hat aber nur zwei Summoner, die meiner Meinung nach nicht so ganz relevant sind. Weil unsere Murlocs auch schon echt gute Stats haben. Das ist natürlich schade, dass er gestorben ist. Er hat hier den Summon, no problemo. Er tradet trotzdem hier sauber ab. Das ist natürlich ein bisschen uncool, aber er tötet niemanden. Oh, okay, er tötet doch jemanden. Das ist prinzipiell jetzt nicht so optimal. Komm schon, hier rein, hier rein. Yes. Okay, damit sind es 5, 6 Damage. Okay, 6 Damage können wir nochmal nehmen. 1%ige Winrate, das ist interessant gewesen. Oh wow. Oh wow. 24 Damage. Okay, er hat gute Minions gezogen. Wir nehmen ihn hier jetzt raus. Curator. Upgraden. Verkaufen ihn. Geben ihm noch Poisoners. Verkaufen ihn Hero Ability. Doppelbegurgeln an der Stelle jetzt. Können sogar noch einmal rollen. Kriegen hier halt wieder einen. Ich weiß nicht, ob ich Old Murguy tatsächlich so gut finde. Ich meine, er ist ein Startmonster an sich. Ja, aber ich habe meine Minions schon so weit gebufft, dass es sich nicht mehr lohnt, die tatsächlich zu tauschen. Das ist halt die große Frage eigentlich, ob man das will oder nicht. Ob das diese Murlocs hier, der Debate des Todes waren. Das Wichtige ist tatsächlich, dass ein Murlocker schon mal draußen ist. Der hat jetzt halt in den letzten zwei Runden richtig viel Damage gegeben. Ihr müsst einfach mal durchrechnen, das sind 30... Oh mein Gott, das sind 39 Schaden einfach, die er bekommen hat in den letzten zwei Runden. Hier würde ich mal schätzen, ist ein Razorgore inzwischen am Start. Razorgore und... Razorgore noch irgendwas anderes Fettes, weil ich meine, sie hat, oder er, wer auch immer das jetzt hier spielt, hat eigentlich nicht so viel. Ich würde mal sagen, Old Murguy wurde ersetzt oder die beiden Zubots wurden ersetzt und dafür wurden halt zwei starke Drachen reingebracht. Das ist so meine Vermutung. Jetzt mal gucken, wie es hier aussieht. Können wir hier gewinnen? Aber wir haben echt nicht den optimalsten, die optimalste Richtung Win-Situation. Oh, das war auch nicht der optimalste, aber das gibt nochmal einen Buff für meine Dudes. Schöner Hit. Leider nicht so der schöne Hit, aber das ist in Ordnung. Das ist wichtig, dass da Poisonous reingegangen ist. Mit Poisonous konnten wir da sehr, sehr gut mit uptraden. Okay, da kommt hier noch der Hit. Da kommt hier ein Hit. Oh mein Gott, wir gehen wieder equal raus. Ah, komm schon. Okay, wir hatten hier eine 40%ige oder besser gesagt 60%ige Equal. Das fast, oh mein Gott, das wäre halt super nice einfach nur. Aber wir sind jetzt schon so deep in der Murloc-Situation drin, dass wir da jetzt nicht mehr irgendwie rausgehen und switchen. Das wäre nicht smart, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Nope. Jupp, das ist sehr, sehr gut. Aber wir rollen auf jeden Fall noch weiter. Da ist unser Triple nämlich. It's a triple, baby.
Uhu. Oh mein Gott, das ist einfach so gut. Wir spielen ihn erstmal raus. Geben ihm Poisonous. Wir spielen Hero Ability. Spielen ihn hier raus. Geben dem hier +4/+4, oder? Dass er nicht immer direkt stirbt. Ich meine, wir haben Poisonous. Das ist nicht mehr relevant. Komm schon, gib mir. Ah. Ich hätte so gern den Sauros gehabt. Mhm. Ah, ich hätte so gerne den Dino gehabt, einfach nur, aber naja, man kann nicht alles haben, Leute. Ich habe dafür ein sehr, sehr gutes Poisonous Board, wenn wir mal ehrlich sind. Gute Buffs, starke Buffs, meine Minions sind relativ irrelevant, würde ich mal behaupten. Zwei Leute könnten jetzt rausfliegen. Sie hat halt auch nur noch 8 Leben, hätte aber hier ordentlichen Damage immer noch durch die Gegend. Holy moly. 29 von Alex. Alter, was hat denn der auf dem Board? Hat er ein Upgrade gekriegt noch? Der hat noch kein Upgrade. Okay, wir haben hier eine 100%ige Winrate. Ich meine, das Lustige ist halt, er spielt Mixed Minions. Er spielt nicht mal Dragons. Er spielt, also, ich hätte jetzt geschätzt, wenn er Pure Dragons geht, okay, könnte gefährlich sein. Ist okay. Dadurch, dass er aber nicht mehr Pure Dragons spielt, ist das für uns eigentlich relativ cool. Okay, wir machen halt deutlich weniger Schaden, oder? Wir machen 15 gerade mal an ihm. Es ist nur einer noch ausgeschieden. Oh shit, und wir spielen gegen Pyromant jetzt. Oh no, 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 no. Hier hatten wir zweimal. Ich meine, prinzipiell sind sie besser als der Moment. Are you kidding me? Ja, ist egal. Toxfin raus. Toxfin auf ihn hier noch drauf. Verkaufen. Ich könnte mir noch einen kaufen. Ich werde mir noch einen kaufen. Okay, das hier wäre theoretisch, wenn ich davon 2 kriege, ein Upgrade. Gegen Pyramid könnte halt schwierig werden. Also er kassiert gerade zwar ordentlich, oder hat von Elise besser gesagt ordentlich kassiert, aber Pyramid war derjenige mit den fetten, fetten Biestern. Ich meine, dadurch, dass wir viel Poisonous haben, könnte das für uns relativ fein sein. Aber die Frage ist halt, wie stark sind unsere Dudes wirklich? Ich meine, er spielt größtenteils Death Rattle. Das heißt also, seine Bomben sind schwierig. Er ist Stufe 2 immer noch. Oh shit, Alter. Er ist halt einfach Stufe 2 immer noch. Ich meine, da gibt es mit die meisten Death Rattles, gell? Ja, okay, das sind halt schon ordentliche Dudes, die sich da auskommen, nicht auf den... God dang it. Okay, Pyramid haben wir besiegt, das ist schon mal schön. 6 Damage an dich und... Shit, die scheinen immer noch nicht aus. Oh, wir spielen gegen die Erste. Das ist nicht gut, Leute. Wir rollen. Ich weiß, ich kann ein Level up gehen, aber das nutzt uns jetzt hier an dieser Stelle nichts. Wir brauchen Upgrades, Leute. Wir brauchen wirkliche Upgrades hier. Es sind Buffs dabei, aber nicht für Murlocs. Auch nicht Buffs für Murlocs. Das ist ein Buff für Murloc. Nice. Okay, scheiß auf ihn hier. Wir Hero Ability holen ihn hier ran. Und gehen auf Toxfin. Nee, wir gehen auf den Warleader. Nein, ich hätte auf den Toxfin gehen müssen. Vielleicht kriege ich ihn durch den Roll. Gah. Theoretisch kann ich ihn noch kriegen. Ich brauche noch
ein Triple. Das heißt, ich kann kein Triple kriegen, ja. Nein, nicht zurückgehen. Ich könnte kein Triple mehr kriegen. Sie spielt Beast. Beast sind natürlich ein bisschen uncool für uns, aber... Ah, das sackt halt hart, Leute. Hätte ich... Okay, das ist ein Freeze. Wenn wir jetzt nicht sterben, was sehr, sehr wahrscheinlich sein könnte, dass wir sterben werden, weil Beasts sind relativ stark und ja, ihr wisst, was Sache ist, wenn die ganzen kleinen Ratten rauskommen, die ganzen Ratten gebufft werden und alles. Und er auch noch eine Mama Bär hat, also holy shit, einfach nur. Okay, die Möglichkeit besteht theoretisch, dass wir hier einen Teil rausholen, aber ich glaube tatsächlich, diese Möglichkeit ist relativ gering. Er holt sich hier gerade die richtig, richtig fetten Dudes raus. Ich glaube, die zwei wären relevant gewesen, wenn sie sterben. Jetzt ist hier halt natürlich wichtig, noch die fetten Minions rauszunehmen, dass wir nicht draufgehen. Das heißt also, er muss jetzt hier in Richtung Mama Bär oder sowas rennen, was er tatsächlich nicht macht. Das heißt also, wir kriegen hier 6 und 6 sind 12, 12. Oh mein Gott, wir überleben mit 2 Leben. Oh, shit. Top 4, Leute. Top 4. Er hat es geschafft. Okay, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Buff. Ja, ich kann jetzt hier nicht upgraden. Nein, ich suche den Triple. Komm schon, gib mir das Triple. Triple, 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 Triple. Are you kidding me? Okay, wie ist der Plan? Ich verkaufe den hier. Ich verkaufe ihn hier. Ich verkaufe ihn hier, ich verkaufe ihn hier. Dann kaufe ich... Kaufe ich ihn hier. Spiele ihn. Oh, dang it. Okay, das war ein Fail. Verkaufe ihn. Nee, es war kein Fail. Alles gut. Spiele. Ihn hier. Double Buff. So. Okay, war kein Fail. Alles gut. Sonst hätten wir da weniger Stats drauf gekriegt auf den letzten Minion hier. Das war wichtig. Nochmal so. Komm schon. Das ist actually okay-ish. Okay, ein paar Gürtel Nummer 1 getötet, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, das warten wir, dass der stirbt. Das Wichtige ist, dass der hier jetzt nicht hier reinrennt, sondern... Okay, momentan sieht das eigentlich relativ gut aus. Er respawnt und wir gewinnen das Ding, Leute. Oh mein Gott, nice. Komm schon. Einer von euch zwei stirbt jetzt hier. Komm, du gehst raus. Du gehst jetzt raus hier. Komm schon, please. Yes, okay. Top 3. Top 3, Top 3, Top 3. Jetzt gehen wir aufs Level Up. Komm schon, gib mir bitte den Dinosaur. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nochmal Poison, das ist ziemlich geil. Cell Buff. Sell by buff. Okay. Hat mich ja letztes Mal für 17 vermöbelt. Und ich glaube, das wird diesmal nicht anders aussehen. Meine Minions sind zwar ein bisschen stärker geworden, aber die Mama Bär macht mich kalt. Die Mama Bär und die guten Death Rattles machen mich kalt. Es war schon letztes Mal ziemlich lucky, dass ich die Cave Hydra zuerst ausgeschalten habe. Ich habe schon gedacht, dass es wird the play werden, aber... Ja, sehr, sehr schade. Es wär mir lieber gewesen, wenn ich gegen den Bot gekämpft hätte. Auch von mir aus gegen sie hier. Und dann gegen ihn. Gegen sie habe ich nur ein einziges Mal gespielt und da habe ich ihr einen Hit gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier jetzt wirklich einen General Megasaur rausgezogen hätten aus den zwei Rolls... Dass wir hier hätten gewinnen können. Wenn wir einfach Divine Shield kriegen. Ich meine, wir hätten nicht mal Poisonous gebaut. Einfach nur Divine Shield. GG. Dann wäre es super insane gewesen. Dann hätten wir das wahrscheinlich gewonnen. Ich meine, unsere Win Percentage hat sich erhöht. In gewisser Hinsicht. Komm schon, Doppelmauer Bär bitte töten.
dein Ernst? Töte doch die Doppelmama-Bär endlich! Yes! No! Obwohl, du bist kein Biest. Ja, ist halt traurig. Ich glaube, wir hätten das sogar wirklich was machen können, aber... Naja. GG. Liebe Leute, GG. Gutes Spiel. Ich denke tatsächlich, dass Elise hier dominieren wird ohne Ende. Trotzdem kriegen wir hier 43 mit hoch. Ich muss wirklich sagen, Shadowwalk und Murloc sind immer noch eine super insane Combo. Vor allen Dingen dadurch, dass wir im Early Game hier so angefangen haben, direkt mit unseren Coins ham zu gehen und ein bisschen eigentlich zurücklagen vom Tavern Tier, dann es aber aufgeholt haben durch die ganzen verdoppelten Minions und alles mögliche, war das sehr, sehr schön. So insgesamt von den Shenanigans, die wir uns aufbauen konnten. Wir mussten aber, muss man aber auch ganz deutlich sagen, dass ich wirklich Glück hatte mit den Draws, die ich bekommen habe teilweise. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren, das supportet mich kostenlos und ihr bekommt euren täglichen Hearthstone-Content und dann wünsche ich euch allen eine wundervolle Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.